Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und zwar hat der Kilian anscheinend das letzte Mal meinem Pokémon Center aufgehört. Und es scheint mir auch so, als hätte er den ersten Arena-Leiter besiegt. Tasten. Genau. Ja, dafür braucht man ja dieses Pokémon hier. Was? Ein Grillmarkt, ja genau. Das testen wir mal gerade hier. Ja. Anscheinend aber auch nicht. Ja, was soll ich jetzt tun? Genau. Ich wollte jetzt erstmal meine Pokémon, die ich nicht brauche, ablegen. Und zwar wäre das einmal Yorklef, einmal Mauzi, beziehungsweise viel, wie auch immer das heißt. So, dann schauen wir mal, ob er die Arena leider schon gemacht hat. Aber ich denke eher, er hat es noch nicht getan, da das ja auch relativ lange dauert, bis man Grillmark bekommt mit dem ganzen Gerede und so. Und ja, er hat schon relativ weit gekämpft, aber ich glaube, die Arena-Leiter bei mir überlassen. Schauen wir mal, ob die Pokémon top fit sind, ja. Dann will ich auch behaupten, starten wir direkt mal den Pokémon-Fight, ja. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Ich bin der feurige Mike, der mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Was ist mein Element? Colin der Name. Sehr erfreut. Und ich bin Benny. Mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Tipp, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Tippwasser. Damit stehe ich, Benny, als dein Gegner fest. Auf die Pflanze, fertig, los. So, ja genau, je nachdem, wie er schon gesagt hat, was für ein Starter-Pokémon hat, kämpft man ja auch gegen einen anderen Arena-Leiter am Anfang. Und dementsprechend bekommt man auch das Grillmark, das jetzt ein Feuer-Pokémon ist, damit man gegen ihn gewinnen kann, ohne sein Pokémon zu überleveln. Also dann, du musst jetzt mit mir vorlieb nehmen, aber ich verspreche dir einen denkwürdigen Kampf. So. Eine Herausforderung von Leiter Benny. So, dann als erstes ein Yorklef, das dürfte relativ schnell platt sein. Ich frag mich nur gerade, ob der Levelunterschied zum zweiten Pokémon nicht vielleicht so groß ist. Okay. Das hat absolut keinen Schaden gemacht. Schauen wir mal, was wir noch so haben. Ah, mein Pokémon! Ich glaube Silberblick. Jetzt erstmal. Ich weiß aber keine Ahnung, ob das jetzt. Ich glaube, das zählt nur für psychische Angriffe. Ich probiere mal Schlecker, aber es dürfte keinen Sinn haben, ja. So. Ich würde jetzt natürlich immer üben, ne? Wenn der ganze Zeit seine Angriffe verstärkt. Jo, dann wechsle ich lieber sie halt einfach mal unser Pokémon. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir den Arena-Kampf verlieren werden. Das ist die Frage, was ist wohl besser, Aquaknapp oder Tackle? Ich glaube, durch Silberblick ist Aquaknapp stärker.
Ich hätte auch vielleicht noch ins Pokémon Center gehen sollen. So, dann hätten wir Yorklap schon mal. Und jetzt haben wir ein Problem, da unser Grillmark nur noch 2 HP hat. Ich werde jetzt ihm einfach einen Pott geben. In der Hoffnung. Einen Trank. In der Hoffnung, dass das reicht, um Regimak zu besiegen. Mal gucken, ob ich noch irgendwas tun kann. Nein, ich behalte lieber erstmal unser Nick, damit ich das auch tauschen kann und ihm noch einen Pott geben kann. Ohne vielleicht dabei drauf zu gehen. So. So, Anhieb macht schon mal absolut keinen Schaden. Schon mal vom Vorteil, vielleicht reicht es ja, um noch zu gewinnen. So. Da ich keine andere gute Attacke habe, gehe ich jetzt einfach mit einem Erschein die ganze Zeit angreifen. In der Hoffnung, dass Digimak keinen kritischen Treffer landet. Ja, das war's. Okay. Das war schon mal nicht so gut. Und deswegen gehe ich auch jetzt, anstatt es nochmal zu versuchen, erstmal unser Grillmark, oder wie hat er es eigentlich genannt, unseren Walter trainieren. Ja, ich denke, das. Okay. Das heißt, wir müssen uns einen Platz zum Trainieren suchen. Und ich glaube, der einzige Ort, wo es sinnvoll ist, ist dort hinten, wo auch Grillmark schon in unser Besitz übergegangen ist. So. Wenn es hier auch irgendwas gibt zum Trainieren. Aber ich glaube, man kann hier doch irgendwo. Kommt man hier doch rein. Ah, okay, jetzt habe ich wahrscheinlich unser Pokémon abgelegt, das Zerschneider hat. Hätte ich vielleicht auch erstmal drauf achten sollen, ob der vielleicht irgendwo Zerschneider dabei ist. So, dann schauen wir mal. Der hat schon mal keinen Zerschneider, der auch nicht. Und der auch nicht. Das heißt. Dann würde ich mal behaupten, da ich keine Ahnung habe, wo Zerschneider ist oder wo es Zerschneider gibt, dass wir uns irgendeinen anderen Ort jetzt erstmal zum Trainieren suchen. Wenn die Pokémon hier hoffentlich stark genug sind. Obwohl Yorklap mit Level 7 dürfte doch gute Erfahrung geben. Ich meine, mit Level 13 dürfte eigentlich schon reichen, um den Arena-Leiter zu ziehen. So, noch
einmal einäschern und dann schauen wir mal, wie viel Erfahrung es gibt. Ja, okay, das ist absolut nicht rentabel. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, wo man sonst noch großartig trainieren kann. Vielleicht sollte ich jetzt... ich überlege gerade, ob ich einfach nochmal den Arena-Leiter versuche. Und diesmal als erstes mit Otaru kämpfe, damit ich einen... damit ich meinen Killmark full life hab. So, sinnvoll, da ich auch jetzt schon angeschwächt bin. Laufe ich auch lieber nochmal ins Pokémon Center. So. So, was? Ich weiß nicht, vielleicht soll... vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich erst das Grillmark mit Energiefokus oder so stärker mache. Später. Da ist ja doch recht viel aushält gegen das Pflanzen-Pokémon von ihm. So, jetzt. Also Otaro gegen Yorkleff dürfte eigentlich kein Problem sein. Schlag benutzt, müsste ja eigentlich Tackle stärker werden, wenn ich mich nicht irre. So, dann benutzen wir, versuchen wir das jetzt mal mit Tackle. Und wenn das nicht so viel bringt, dann versuche ich es mit Aquaknoppe. Doch. Ich glaube, Bodenschlag war eine gute Idee. So, das war's dann schon mal für Yorkleff. Dürfte auch schon Level Up für Nick sein. Und vielleicht auch eine neue Attacke. Ja, okay, leider nicht. So, ich wechsle jetzt erstmal nicht das Pokémon. In der Hoffnung, dass ich Egimak noch 1, 2, 3 Mal Hutenschlag aufsetzen kann. So, gut, das wird natürlich jetzt gleich wahrscheinlich One-Hit für Egimak, wenn das weiterhin Energiefokus benutzt. Und da es auch noch schneller ist als hier, ist es relativ unpraktisch. Ich glaube, ich benutze noch einmal Energiefokus. Wo hätte ich noch einen Rang benutzen können? Ein Tackle. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir stärker sind. Obwohl das bei so viel Kraftschub doch nicht ohne sein dürfte, was das jetzt mit Rankenhieb abzieht. Und... ah, schade, krank. Okay, das hat trotz 4-5 mal Kraftschub zieht es doch immer noch recht wenig ab. So, und eigentlich dürfte er auch keinen Trank mehr haben. Das heißt, wir haben den ersten Arena-Leiter besiegt. Was ist das etwa schon?
Ich bin sprachlos. Du bist ja echt total stark. Mike und Köln hätten gegen dich auch kein Land gesehen. Und unser erster Ort. So. Black Elf und Benny den Trio-Orden. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Black erhält das Item TM 83. Kraftschub. Black verstaut das Item TM 83 in der TM und VM-Tasche. In dieser TM 83 befindet sich Kraftschub. Setzt du Kraftschub ein, werden deine Angriff und Spezialangriffe stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Ja, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass das geht. In den Pokémon Weiß. Vorher waren sie ja dann immer weg. Tada! Ich bin Vivien. Professor Ischer hat mich gebeten, dir und deinem Freund etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Ihr wollt also alle Pokémon in der Einalregion treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe bitte hier entlang. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte komm doch mit mir rauf. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivien. Wie du sehen kannst, bin ich eine Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Ege bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte sich als nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. Black erhält das Item VM01 der Schneider. Black verstaut das Item VM1 in der TMVM-Tasche. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit dieser VM kannst du deinen Pokémon die Attacken der Schneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällen kann. Und genau wie die mit technischer Maschine kannst du die versteckte Maschine so oft benutzen, wie du willst. Toll, was? Allerdings ist es schwierig, mit einer VM erlernte Attacken wieder zu vergessen. Und dürfte ich dich vielleicht um einen klitzekleinen Fallen bitten? In der Nähe von Orion City liegt die sogenannte Traumbrache. Dort findet man ein Pokémon namens Sumniam, welches den Traumdunst absondert, und den will ich haben. Mit Hilfe dieses Dunstes steht uns nämlich die Spielsynchro zur Verfügung. Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Okay. Und dann müssen wir uns auch schon unser Mauzi wieder zurückholen. Weil ich nicht weiß, ob er Grill mal fest mit uns im Team hat und ich den deswegen auch keinen Zerschneider beibringen möchte. So. Dann bringen wir den mal jetzt als erstes Zerschneider bei. Und dann gehen wir noch gerade zu dem Busch. Man kann auch Gillian weitermachen. Zerschneider. Ich hoffe, ich kann das überhaupt Mozzi beibringen. Okay. Und dann gehen wir. Dorthin. Ja. Oh, Black! Suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Ja, das tue ich. Und zwar nicht jetzt, denn ich gehe jetzt noch einmal das kleine Mädchen, was oben in dem Zimmer war, ansprechen, da diese die Pokémon-Lagersystem-Verwalterin ist oder so in der Art. Da hätten wir auch da schon nicht jemandens PC, sondern wie auch immer dieses Mädchen heißt. Bist du ein Trainer? Da verwendest du doch sicher ab und zu den PC-Pokémon-Sender.
Ich verwalte die Boxen und mein Name ist Robina. Sag mal, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Ja. Großartig. In der Kampfbox kannst du die Pokémon registrieren, die du häufig im Kampf einsetzt. So, und jetzt dürfte, soweit ich weiß, dort nicht mehr jemandes PC stehen im Pokémon Center, sondern Rubinas PC. Und dann wäre das auch schon der Part für heute. Ja, da steht da Rubinas PC. Und Rubin. Da hätten wir schon mal. Ja, das wär's dann. Pokédex haben wir ja schon 5 Pokémon. Wie viel haben wir schon gesehen? Okay. Gesehen 8, gefangen 5. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, jetzt hinten in dem neuen Gebiet dürfte es auch, ich glaube, 3 neue Pokémons geben. Oder zumindest mal 2. Und dann lasse ich auch hier jetzt den Kilian raus. Und das war's dann auch schon für den Part heute. Und ich sag tschüss.